Liebe Schwestern, liebe Brüder, nur ein Gedanke heute in dieser letzten Woche des Kirchenjahres. Wir stehen ja kurz vor dem ersten Advent am kommenden Sonntag. Wir haben gehört, wie Jesus im Evangelium den Jüngern eindringlich nahelegt, dass sie sich auf ihre Sendung, auf ihre Mission konzentrieren sollen. Nehmt keine Vorratstasche mit, kein zweites Paar Schuhe, grüßt niemand unterwegs, haltet euch nicht auf mit Dingen, die zwar nicht schlecht sind, aber die euch von eurer Mission ablenken. Zieht nicht von einem Haus in ein anderes, lasst euch nicht vom Wesentlichen eures Auftrags abbringen. Das ist den Jüngern gesagt für ihre Sendung, das ist aber in anderer Weise damit auch uns gesagt: Schau auf das Wesentliche in deinem Leben. Und gerade das Ende des Kirchenjahres und das ja auch nahende Ende des Kalenderjahres lädt uns ein, auch in einem Jahr, das durch die Pandemie in vielerlei Hinsicht ganz anders war und ist als die Jahre sonst, schau auf das Wesentliche. Was ist das Wichtige in deinem Leben? Lass dich davon nicht zu sehr abbringen und ablenken. Christus schenkt uns diese Zeit. Er schenkt uns die Sakramente. Er schenkt uns die Gemeinschaft der Kirche. Er schenkt uns sein Wort. Und es liegt an uns, wie wir die uns zur Verfügung stehende Zeit, die uns zur Verfügung stehende Hilfe und Unterstützung nutzen. Nicht ängstlich, nicht panisch oder hektisch, nicht in einen Aktionismus verfallend, sondern bedacht. Jeder Tag hat nur 24 Stunden. Schauen wir, dass wir auch heute das Wichtige nicht aus dem Auge verlieren. Amen.